Nordjütland. Wo Nord- und Ostsee sich bei Grenen vereinen, zeigt sich Dänemark von seiner schönsten Seite. Rau und sanft zugleich. Hier erwarten Besucher einzigartige Naturerlebnisse, kulinarische Spezialitäten und sportliche Herausforderungen. Wer die Ruhe sucht, sollte Læsø einen Besuch abstatten. Die Ostseeinsel ist nicht nur dünn besiedelt, sondern auch Heimat der einzigartigen Tanghäuser. Mindestens genauso idyllisch, an der Nordsee steht der berühmte Leuchtturm von Rubjerg Knude. Hier laden kilometerlange Strände zum Spazierengehen ein. Und weil Seeluft bekanntermaßen hungrig macht, hat die nordjütländische Küche einen ausgezeichneten Ruf. Besonders beliebt Jomfruhummer, Austern aus dem Limfjord und Wildmoosekartoffeln, die in den luftigen Torfböden einen einzigartigen Geschmack entwickeln. Die kulinarische Entdeckungsreise muss nicht in den zahlreichen Restaurants enden. Auf Læsø schöpft man Salz wie im Mittelalter und kann danach den Seehunden beim Sonnenbaden zuschauen. Dank lokalem Bier, selbstgebrauter Schnäpse und regionalem Wein bleibt in Nordjütland außerdem kein Gaumen trocken. Wer dann noch etwas für den süßen Zahn braucht, kommt in einer der vielen Bonbon-Manufakturen wie in Löcken auf seine Kosten. Die Region ist dank ihrer Lage zwischen Nord- und Ostsee auch ein Paradies für Wassersportler. Kiten, Windsurfen und Wellenreiten bieten viel Aktion in toller Naturkulisse. Und wenn Wind und Wellen mal auf sich warten lassen, bietet das Moor, Lille, Wildmoose spannende Wanderungen. Begegnungen mit Wildtieren sind hier nicht ausgeschlossen. Wer es schneller mag, kann zum Beispiel den Slettestrand kilometerweit mit dem Mountainbike entlangfahren. Egal ob Faulenzer oder Action-Junkie, Nordjütland bietet jedem genau das, was er zum Abschalten braucht.